Heute schauen wir uns Business Adventures, 12 lehrreiche Geschichten aus der Welt der Wall Street an. Willkommen bei Buchwissen, der Ort, an dem das Wissen kostenlos ist. Auf geht's ins Business Adventure. Business Adventures wird dir beibringen, wie man ein Unternehmen führt, an der Börse investiert, den Job wechselt und viele andere Dinge, indem es einige der interessantesten Erfahrungen teilt, die große Unternehmen und ihre Führungskräfte im letzten Jahrhundert gemacht haben. Was würdest du sagen, waren die einflussreichsten Geschäftsereignisse des letzten Jahrhunderts? Hältst du das hässlichste Auto, das auf den Markt kam, für eines? Oder vielleicht hältst du den Untergang der Supermarktkette Piggly Wiggly für bedeutsam? Ob du nun davon gehört hast oder nicht, diese Ereignisse gehören zu den bedeutendsten der letzten Zeit. Es sind Entwicklungen wie diese, die dem Insiderhandel ein Ende setzten und auch dazu beitrugen, ihr Recht zu sichern, dort zu arbeiten, wo sie wollen. Das sind nur einige der wichtigen Lektionen, die du in John Brooks Business Adventures lernen wirst. 12 lehrreiche Geschichten aus der Welt der Wall Street. Ganz nebenbei wirst du auch erfahren, warum Bill Gates dieses Buch, nachdem er es von Warren Buffett geschenkt bekommen hat, als sein Lieblingsbuch bezeichnet. Hier sind die drei Lektionen, die ich entdeckt habe. Erstens. Der dreitägige Börsencrash und die Erholung von 1962 zeigten der Welt, wie irrational und unberechenbar sie ist. Zweitens. Wenn du wissen willst, wie man ein Produkt nicht einführt, schau dir das Beispiel des Ford Edsel an. Drittens. Geschäftsgeheimnisse zu haben, macht es dir nicht unmöglich, einen neuen Job zu bekommen. Dank Donald Wohlgemuth. Bevor wir vertieft in die drei Lektionen eingehen, versichere dich jetzt, dass du Buchwissen subscribed hast. Der Ort, an dem das Wissen kostenlos ist. Auf geht's ins Business Adventure. Lektion 1. Der Aktienmarkt ist unberechenbar und irrational, wie der dreitägige Absturz und die Erholung im Jahr 1962 gezeigt haben. Diese Lektion hat mich diese Woche wirklich getroffen, da ich etwa $1,500 an der Börse verloren habe. Das Coronavirus macht allen Angst, ihre Aktien zu verkaufen, und es ist schmerzhaft, das zu beobachten. Aber ich tröste mich mit dem Wissen, dass vieles davon nur emotional ist und sich wieder erholen wird. Nimm den Crash von 1962 als weiteres Beispiel. Wenn du zwischen dem 28. und dem 31. Mai jenes Jahres im Koma gelegen hättest, hättest du nicht viel von deinen Investitionen mitbekommen. Aber du hättest einiges der größten Ereignisse in der Geschichte des Aktienmarktes verpasst, den Flash Crash von 1962. Die Stimmung war damals schon miserabel. Als es Ende Mai soweit war, gab es bereits 6 Monate lang fallende Kurse auf dem gesamten Markt. Da half es auch nicht, dass man die Aktienkurse manuell aktualisieren musste. Und am Morgen des 28. Mai waren sie in Verzug. Als sie feststellten, dass die Warenpreise der Aktien 45 Minuten hinterherhinkten, gerieten die Anleger in Panik. Die nahmen an, dass der Preis gefallen war und sie nichts davon wussten, also begannen viele schnell zu verkaufen. Die Preise begannen zu stürzen und der daraus resultierende Absturz dezimierte den Wert der Aktien um etwa $20 Milliarden. Das Wissen, dass der Dow Jones nicht unter 500 Punkte fallen konnte, rettete jedoch alle. Sobald er tief genug war, begannen sie schnell zu kaufen. Sie wussten, dass die Annäherung an diesen Punkt bedeutete, dass die Preise bald wieder steigen würden. Innerhalb von ein paar Tagen erholte sich der gesamte Markt vollständig. Das zeigt, wie unberechenbar der Aktienmarkt ist. Man kann sich darauf verlassen, dass sich die Anleger irrational und ihrer Stimmung entsprechend verhalten, was oft falsch ist. Lektion 2. Der Ford Edsel ist das perfekte Beispiel, um dir beizubringen, wie du dein Produkt nicht einführen solltest. Hast du schon einmal vom Ford Edsel gehört? Wenn nicht, ist es kein Wunder, denn er war eines der hässlichsten Autos aller Zeiten. Es war auch einer der größten Misserfolge von Ford. Der erste Fehler, den die Firma machte, war die Fehleinschätzung des Marktes. Die amerikanische Autoindustrie war 1955 im Aufschwung. Die Leute verdienten mehr Geld und konnten sich mehr mittelpreisige Autos leisten. Ford hatte in diesem Bereich nicht viel zu bieten, also begannen sie mit der Planung des Edsel, um das zu ändern. Aber nach den 3 Jahren, die sie brauchten, um das Auto fertigzustellen, hatte sich der Markt um 180 Grad gedreht. Eine sich verlangsamende Wirtschaft und wechselnde Trends machten billigere Autos beliebter. Ein weiteres Problem mit dem Edsel war das Marketing von Ford für das Auto. Sie setzten viel Geld ein und investierten $250 Millionen in die Fertigstellung des Wagens.
Und die Firma warb mit diesem Punkt. Die Erwartungen der Verbraucher waren hoch, aber als das Auto schließlich herauskam, war es nur ein weiteres Fahrzeug wie alle anderen da draußen. Die Kunden fanden sogar, dass die technischen Aspekte des Autos voller Probleme waren. Ford hatte so viel in die Erforschung des Marktes investiert, dass sie es nicht schafften, das Auto in einen Top-Zustand zu bringen. Die Beschleunigung war sprunghaft und die Bremsen waren nicht zuverlässig, um nur ein paar Probleme zu nennen. Der wichtigste Punkt, an den man sich hier erinnern sollte, ist also, dass man, wenn man ein Produkt baut, es nicht so machen sollte, wie Ford es mit dem Edsel getan hat. Sei dir bewusst, dass sich der Markt ändern kann. Baue nach den Bedürfnissen deiner Kunden und stelle sicher, dass dein Produkt richtig funktioniert. Lektion 3. Man kann den Job wechseln, wenn man Geschäftsgeheimnisse hat, dank der Erfahrung von Donald Wohlgemuth. Stell dir vor, du arbeitest für ein bekanntes Unternehmen und erhältst ein Angebot von dessen Konkurrenten. Mehr noch, man macht dir ein attraktives Angebot, an einem Projekt zu arbeiten, für das deine Firma die Ausschreibung verloren hat. Du würdest das Projekt sofort annehmen, ohne zu fragen, ob das legal ist, oder? Nun, die Möglichkeit, das zu tun, war nicht immer so sicher. Im Jahr 1962 arbeitete Donald Wohlgemuth in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Sein damaliger Arbeitgeber war die B.F. Goodrich Company. Wohlgemuth war Leiter der Konstruktionsabteilung für Raumanzüge. Die Firma hatte gerade eine Ausschreibung für das berühmte Apollo-Projekt an den Konkurrenten International Latex verloren. Aber es war nicht so schlimm für Wohlgemuth, als er ein Angebot von International Latex bekam, bei ihnen zu arbeiten. Nachdem sie von seinem Wunsch, das Angebot anzunehmen, erfahren hatten, befürchteten seine Vorgesetzten bei B.F. Goodrich, dass er Firmengeheimnisse verraten würde. Kurze Zeit später verklagte sein ehemaliger Arbeitgeber Wohlgemuth. Das Gericht musste herausfinden, ob sie gegen ihn vorgehen konnten, obwohl er nie eine Vereinbarung gebrochen oder die Absicht gezeigt hatte, dies zu tun. Und sie wollten auch feststellen, ob jemand einen neuen Job annehmen kann, der ihn dazu verleiten könnte, vertragliche Vereinbarungen zu brechen, keine Geschäftsgeheimnisse weiterzugeben. Am Ende entschied der Richter zu Wohlgemuths Gunsten. Obwohl er B.F. Goodrich mit seinem Wissen schaden könnte, konnten sie ihn nicht präventiv für schuldig erklären. Business Adventures Review. Business Adventures ist ein wirklich faszinierendes Buch, besonders für diejenigen, die sich für Unternehmertum interessieren. Was mir aber gefällt ist, dass es auch für jeden, der einen Job hat, Steuern zahlt oder in den Aktienmarkt investiert, viel zu bieten hat. Ich empfehle dieses Buch sehr. Die Schlüsselbotschaft in diesem Buch. Wie wir den Finanzmarkt und die Geschäftsethik verstehen, lässt sich in vielen Fällen auf Schlüsselereignisse der Geschichte zurückführen. Der Kampf eines Mannes für einen Arbeitgeberwechsel zum Beispiel hat die Arbeitnehmerrechte nachhaltig beeinflusst. Wie ist deine Meinung zu Business Adventures? Lass es mir in den Kommentaren wissen. Und denk dran, du kannst die Zusammenfassung noch einmal auf buchwissen.de kostenlos lesen.